Hallo liebe Leute, heute wollte ich die Chaosrechnung von den Technikern am 13.03.2020 in Hamburg in Rahlstedt. Wie versprochen, nochmal per Videobotschaft weitertreiben. Wir hatten diese wunderbare Formel, die kaum jemand schreiben kann. Und alleine beim Abschreiben war es ja schon eine kleine Katastrophe, den Sachverhalt irgendwie wiederzugeben. Und ich hoffe, dass es mir diesmal gelingt, die Dinge einigermaßen nachvollziehbar für alle zum Besten zu geben. Und das Ganze, also A soll das hier natürlich sein, so, und das Ganze dann hoch 3x, 1 durch x, und das mal 8, 1 minus 1 durch x. Also wer sich sowas ausdenkt, wir hatten schon drüber spekuliert, der muss wirklich sehr, sehr lange drüber nachdenken und viel Zeit haben, aber wahrscheinlich auch irgendwie ein Liebhaber für solche Aufgaben. Hier geht es natürlich um Potenzrechnung, das sehen wir schon. Und wir hatten ja auch, wie wir uns das richtig überlegt hatten, schon mal hier gleich mit dem Inneren der Klammer begonnen. Und zwar ging es also tatsächlich um den ersten Fakt, dass wir a hoch x plus 3 irgendwie verwandeln können. Und da das sich ja hier um Potenzgesetze handelt, die ich als bekannt voraussetze, schreiben wir also a hoch x mal a hoch 3 als erste Aufschlüsselung für diesen kleinen Teilbereich da nieder. Des Weiteren gucken wir uns diesen ganzen Krempel an und überlegen uns, was wir daraus machen können. A hoch 4 minus x wäre dann formal juristisch ja auch nichts anderes als die Aufschlüsselung des Exponenten in a hoch 4 mal a hoch minus x. Und wenn wir das dann im Prinzip weiter aufschlüsseln, dass nämlich der negative Exponent dann nach unten und zwar positiv wird, steht dann also a hoch 4 geteilt durch a hoch x an der Stelle in der Formel. Das Ganze können wir hier natürlich irgendwie versuchen mal einzusetzen. Und zwar mit diesen entsprechenden von uns gewählten Größen. Ja, und ich versuche das mal. Die Wurzeln lassen wir einfach mal. Die schreibe ich gleich danach. Große Klammer wäre also Bruchstrich. Und jetzt schreiben wir einfach mal die entsprechenden Größen dorthin. 2 mal a hoch x mal a hoch 3. Dann haben wir im Grunde genommen den Teilbereich durchgearbeitet. Mal a für das Gebilde. Und wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal tatsächlich angucken, dann teilen wir jetzt hier diesen Bruch durch a hoch 4 geteilt durch a hoch x nach oben und dann ist praktisch dieser Klammerausdruck mit dem, was wir hier eben umgeformt haben, ausgetauscht oder substituiert, das Ganze 3 hoch x mal, und ich glaube, wir bleiben erstmal dabei, dass wir eventuell hier jetzt uns im zweiten Schritt mit dem Fakt hier befassen wollen, also die dritte Wurzel. Ich glaube, wir können es schon wagen, hier ein bisschen was hinzuschreiben. Und dann die Wurzel da drüber, mein lieber Schwan. Also, es bleibt spannend. Schauen wir uns an, was wir mit dem Ausdruck 8, 1, minus 1 durch x machen können. Das Erste, was wir tun können, ist natürlich auch wieder das Aufspalten in die Elemente, die wir dort haben. Und das würde bedeuten, 8 mal hoch 1 durch x, das bedeutet es ja wohl, aber minus. So, und wir können selbstverständlich sofort sagen, dass wir dieses Minus, dieses x nach oben bringen können und praktisch schreiben können 8 mal 8 minus, Klammer auf, minus x. Dieses Gebilde hier nach oben mit Minus, und wir kriegen quasi diesen Ausdruck dabei heraus. Und wenn wir den natürlich noch mal ein bisschen schön umformen, können wir sofort sagen,
Das wäre also nichts anderes als 8 mal 8 und aus dem Minus wird dann nur plus hoch x. Wir können das noch ein bisschen weiter umformen, indem wir nämlich feststellen, dass die 8 nichts anderes ist als 2 mal 2 sind 4 hoch 3, wenn ich das richtig sehe. 2 mal 2 mal 2 sind 8. Das Ganze werden wir natürlich auf den Fakt hier ebenfalls übertragen und sagen 2 hoch 3. Und dann haben wir natürlich hier die x noch mit hinzuschreiben. Das heißt, wir tauschen gewissermaßen diesen Fakt gegen diesen hier aus. Und ich glaube, das sieht dann erstmal ein bisschen komisch aus, aber wir belassen es mal dabei. Das wären also 2 hoch 3 mal 2 hoch 3x und Wurzeln machen wir dicht. So sieht's aus. Dann werden wir uns jetzt mal so ein bisschen mit dem Ganzen beschauen, was wir denn jetzt hier tatsächlich vereinfachen können. Und ich glaube, hier haben wir schon die wichtigste Arbeit geleistet, um praktisch unser Ziel auch wirklich nachhaltig zu verfolgen. Also, ich schaue noch mal nach und sage, aus diesen beiden a hoch 3 mal a wird nichts anderes als a hoch 4. Aus dem ganzen ax, ich schreibe es mal jetzt hier nochmal dahinter, ax mal ax ist nichts anderes als ax und das Ganze zum Quadrat würde also dann bedeuten, dass wir hier tatsächlich das auch irgendwie hier mal hinzuschreiben hätten. Also das Ganze in Klammern zum Quadrat, erstmal nachdenken, würde also nichts anderes bedeuten als, ich schreibe es hier nochmal mit hin, ax oder 2x. So, bis hierhin haben wir es scheinbar irgendwie geschafft und versuchen jetzt also das entsprechend hier umzusetzen. Also wir schauen uns nochmal den Klammerausdruck an und sehen also, dass mit der Substitution, die wir da vorgenommen haben, naja, aus dem Ganzen wird a hoch 4 geteilt durch a hoch 4 ist das ganze Zauberzeug weg. Dann haben wir letztlich überbehalten 2 mal a 2x. Ja, so, das ganze Gespielchen hier, das und das. Und das Ganze eben hoch 3 hoch x. Ja, und hier lassen wir es erstmal dabei, denn im Prinzip kann ich jetzt nicht so recht erkennen, wo da die Reise hingehen soll. Mal 2 hoch 3 hoch x. Naja, wir schreiben wieder brav die Wurzeln. Und so weiter und so weiter. Naja, ein bisschen höher angefangen wäre auch ganz gut gewesen. Und wir werden natürlich im nächsten Schritt zunächst mal jetzt hier den Exponenten reinziehen. Und das wäre dann also 2 hoch 3 durch x mal a hoch 2 mal 3 sind 6x durch x, kürzt sich raus. Das wäre also quasi der Klammerausdruck mit dem Exponenten aufgelöst mal 2 hoch 3 mal 2 hoch 3x. Halleluja. Dritte Wurzel, wir haben es das schon verstanden. Nochmal die Wurzel drüber. Weiß zwar nicht, warum ich hier jetzt so Platzeffizienz arbeiten möchte. Ja, und nun müssen wir uns das Ganze mal anschauen und sagen, was können wir denn hier also tun? Wie kriegen wir das Ganze hier jetzt aufgelöst? Wir müssen uns wohl nochmal mit diesem Fakt hier befassen. Hoch 3x, also 2. 3 durch x. Ja. Das lasse ich erstmal so. Überlege da nicht weiter, sondern schaue mir zunächst mal an, was dann aus dieser Wurzel daraus wird. Das heißt, wir würden jetzt erstmal versuchen, die dritte Wurzel aus dem ganzen Bereich herauszuziehen. Und das würde bedeuten, 2 hoch 3x. Mal a hoch 6 mal 2 hoch 3
mal 2 hoch 3x und das Ganze dann eben hoch ein Drittel. So, dann geht die Wurzel da auch zu Ende und jetzt werden wir es wieder umschreiben nach dem Motto Wurzel aus. Mal sehen, ob das jetzt endlich mal funktioniert. Das heißt also Exponent, dann würden wir hier sehen 2 hoch 1 durch x. Das wäre jetzt also das ausmultipliziert. Mal a geteilt durch 3, das wäre a hoch 2. Das wären 2 und das wären gewissermaßen 2 hoch x. So, und jetzt müssen wir uns das ganze Spielchen hier nochmal irgendwie versuchen zu überlegen. Also wir brauchten gar nicht diesen Fakt hier weiter aufschlüsseln, weil manchmal muss man eben auch erkennen, dass tatsächlich, ja, ich hätte beinahe gesagt, die Gleichung gewonnen hat. So, und wie geht es jetzt weiter? Ich glaube, jetzt ist es fast so was wie ein Home Run. Jetzt müsste man nur noch mal überlegen, wie kommen wir mit diesem 2 hoch 1 durch x über die Runden. Naja, man könnte ja wohl sagen, das könnte mit negativ nach oben gehen. Man könnte also sagen 2 hoch x, aber dafür minus. Und wenn wir das dann eben im Prinzip schon erkennen können, dann lässt sich das ganz hervorragend mit dem Ganzen hier entsprechend herausarbeiten. Weil dieses hier ist ja nichts anderes als 1 durch 2 hoch x. Halleluja, 1 hoch 2 hoch x. Und wenn wir das hier jetzt einsetzen, machen wir das doch mal, dann müsste sich doch eigentlich im Grunde genommen alles schon wie in Staub verwandeln. Und 1 geteilt durch 2 hoch x, also das zu dem, mal a Quadrat mal 2 mal 2 hoch x. Und man sieht schon wunderbar, was kürzt sich hier wieder heraus. Dieses wunderbare 2 hoch x, das ist dann schon fort. Übrig bleibt gewissermaßen nur noch a Quadrat und die 2 entsprechend. Naja, und wenn ich dann endlich auch die Wurzel darauf anwende, dann sehe ich natürlich, die Wurzel aus a Quadrat ist nichts anderes als a mal Wurzel 2. Und damit haben wir auch das Ergebnis, das in der Lösung gestanden hat, nochmal selbst nachempfunden und zugegeben, wenn man da jetzt irgendwo einen anderen Rechen- oder Lösungsweg wählt, kann das Ganze durchaus natürlich auch ein bisschen unschön werden, denn die Formeln sind in der Tat ein bisschen umfangreicher. Gut, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal und liebe Grüße an alle, die an dem Seminar teilgenommen haben. Bis dahin.